Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Günther P. und das hier ist ein kleines Let's Play zu einer Adventure Map namens Escape Island. Ich hoffe zumindest, dass es so heißt, wenn ich hier den richtigen Namen im Titel. Ja, ich muss gerade so ein bisschen mich räuspern, weil ich so ein bisschen erkältet bin und so. Congratulations, you have found a secret chest. Oh, war ja ganz geheim. So, wir sind ja wohl auf so einer Wolke drauf und unter uns ist so eine Insel und von der müssen wir gleich entkommen, aber erst lesen wir uns das durch. Und hoffen, dass wir nicht hier ins Loch fallen. Hello, dear Minecraft Gamer. And welcome to Escape Island. Ja, Escape Island war also richtig. A puzzle adventure map made by Jika. Rules. Don't break any blocks except leaves unless told by a sign. You may only place items given to you in chest furnace. Don't disarm dispensers. Play on peaceful until told to switch to easy. Oh, dann muss ich hier vielleicht mal auf Pussy-Stufe spielen. Every time you see a trash sign, you have to throw all your stuff in the garbage except diamonds, map and food. Some hints, no spoilers. You can use the beds as a 50% chance of saving. You can burn wool blocks with flint and steel. Don't destroy ice or stone, you will regret. Watch out for hidden diamonds and report your score. For multiplayer whales, okay, that's not multiplayer gedöns. Jump into the water through the hole to get started. Enjoy and don't rage quit. Woppa. So haben wir auch einen schönen Überblick über die Map gehabt, also wir lesen uns das mal hier ein bisschen durch. Oh, you are up. I'm Matthew. I found your unsuspecting brother on the beach. I'm out fishing. Please wait for me here. Also wir sind hier wohl auf dieser Insel gestrandet und wir sind hier wohl bei diesem Matthew und der hat uns wohl so gefunden auf der Insel und ja, wir sollen eben halt hier warten auf ihn. Ja, Räusper. Und was machen wir natürlich, weil wir auf ihn warten müssen? Hier raus. To the farm. Ah, nee, Farm ist unwichtig. To the docks. Ah, da müsste der Typ ja sein. Don't enter the forest. It's dangerous. Na gut, das ist jetzt... Brennt das Ding da? Und da brennt irgendwas. Hat da nicht gerade was gebrannt? Vielleicht war es auch die Fackel. Egal. Number one of three. Okay. Das schaue ich mir gleich mal genauer an. Gehe ich jetzt ein bisschen zu den Dogs. Ich dachte, dieser Matthew ist fischen. Wieso ist er denn sich hier? Was ist das denn? Ein Brunnen? Fontaine out of order. Ach, Menno. Rip Martin. 1968 bis 2011. Wir gedenken an dich. So. Autsch! Ja, okay, wir haben wohl nicht großartig eine Möglichkeit, außer da reinzugehen. Ach, das war wirklich die Fackel, die da gebrannt hat. Sonst ist ja alles gut. Wupp, wupp, wupp. So, dann gehen wir mal hier rein. Ach, wir müssen drei Schalter finden. Ah. So. Ist bestimmt noch irgendwo einer auf der Insel versteckt. Stimmt. Ach. Gucken wir mal hier rein. Oben, vielleicht auf dem Dach irgendwo. Wupp. Ah, da ist meine Kiste. Diamond. So, hier oben auf dem Dach nicht. Aber bestimmt im Keller ist noch was. So. These are my private rooms. Please stay outside. Gut, dann bleib ich eben halt draußen. Wenn du mich nicht magst. Ich frag mich nur, wieso der hier alles so großartig beschildert hat. Nur weil wir hier angekommen sind. Nur weil er uns gefunden hat. Wo sind jetzt die anderen Schalter? Was ist das denn? Hallo. Okay, ach, das ist Sandstein und so. A, B, C,
Ah, da ist ein Schalter. Am Baum. Guck mal überall hier von. Ah, da ist auch noch ein Schalter. Ah, super, das hat der hier gebracht, vor der Auswahl zu gehen. Ich hoffe, die sind dafür gut. Hoffen wir einfach mal. Komm ich denn jetzt da rein? Komm ich denn jetzt? Ja. Das ist die Wurst schon wieder ins Perverse abgeswiftet. So. Ja, ist ja schön, dass das da was drin ist. Okay, hier ist mal. Boah. Nehmen wir uns gleich mal alles. Den haben wir ein 8. Wir haben noch nicht mal Tag Nummer 1 bis 7 gelesen. Egal. Matthew is monitoring me constantly. Only when he's out finishing, I can't explore the odds of this mysterious island. God thank I found this cave. I don't think Matthew knows about it. Also, naja, wir sind eben halt bei Matthew und so und wir können eben halt da nur hier nach diesem Mysterium-Insel hier gucken, wenn er nicht da ist. Und jetzt am 9. Tag. I found a hidden room. Diving at the South Beach. South Beach. Okay. I'm not sure where the clues are leading me, but they are my only hope for freedom. Matthew also almost found my cave today. I added a door lock mechanism just to be sure. Day number 10. Today I will open the last locked door on this island and enter Matthew's private room. Good luck. What awaits me? Peter. Ach, ich heiße Peter? Peter? Wuhu! Peter Griffin! Also das ist eigentlich unsere Höhle. Und, ja. Gucken Sie jetzt mal hier. Wurde irgendwas gesagt von dem südlichen Strand? Südliche Strand. Ich glaube, am Strand per se ist nichts. Aber vielleicht unter Wasser. Hoppa! Ich sehe nichts. Ah! Da sieht das doch gut aus. Ja, lass mich rein. Ah! Secret Farm Entrance, lieber. Ich würde hier gerne reinkommen. Ich könnte ja rein technisch hier so. Oh, ich hab nur einen Redstone. Ah, okay. Ich dachte, ich kann das jetzt mit der Tür connecten. Aber leider nicht. Schade. So, dann haben wir jetzt eigentlich seinen privaten Raum geöffnet? Oder. Nee. Schade. Nee, das finde ich schade. Oh, ist da irgendwo im Wasser noch was versteckt? Ja. Ich wäre fast schon gedacht. Oh. Okay. The fountain never works. Okay. Jetzt. Ja, mach ich hoch. Jetzt bekommen wir einen Wassereimer. Ah. Ja, weil der nicht funktioniert, sollen wir da jetzt Wasser reinkippen. Machen wir doch gleich mal. Hoffentlich kommen wir jetzt in den privaten Raum rein. Das wäre ganz cool. Scheiße. Wo ist der Lohnpappel? Ah, genau. An der südlichen Insel. Also am südlichen Strand hier. Da ist noch. Oh, oh. Ich will hier von der Unterwasserstelle gucken. Das ist unglaublich. Warten. Dig where the birch trees cross. Okay. Also wo sich solche Bäume kreuzen. Alles klar. Und dann nachgucken. Welche Bäume meint er denn? Warte, ich muss mal nochmal nicht. Das Schild durchlesen. Kann das nicht. Oder ich kann das vielleicht auch erraten. Die speziellen Bäume. Das Schild. Das ist irgendwo ein. Ja, hier ist eine. Ich bin eine andere in der Nähe. Das hier alles hatten wir schon.
Weil die alte, die ist dann, ne? So. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, das tut mir sehr, sehr leid. Mal nochmal durchlesen. Dig where the birch trees cross. Okay, also doch die Birken. Nicht, also nicht die Zahn. Hier ist eine Birke. Da ist eine Birke. Aber das wäre doch. Moment, ich hab eine Idee. Okay, ich hatte eine schlechte Idee. Plündern wir das Grab! Nee, das macht ja nur der Stefan Herr. Das war noch ein Baum. Hier ist auch noch einer. Was ist uns eigentlich irgendwie bilden sollen? Das ist ja jetzt doof, ne? Ich kann mich ja nicht einfach viel irgendwo durchbringen. Ich gehe jetzt mal schlafen. Schlafe ich nachts drüber, dann ist das bestimmt auch. Ist morgen bestimmt alles viel, viel besser. Ey, früher war alles viel besser, ey. Früher war alles viel besser. Ich bin 173, deswegen weiß ich das. So, vielleicht muss ich ja unter der Rose graben. Nein. Volle Rose kaufen? Wenn man da das Haus aufklettert. Okay, kann man ja nicht drauf. Oh. Noob. Noob down. Ja. What you want? I want, freedom. Da muss ich zwischen den Böken wollen haben. Vielleicht muss ich auch zwischen einzelnen Kram. Kann ich auch mal probieren. Da und... Wo ist der zweite? Da. Relativ klein. Nee. Geistige Verwirrung. Leaves darf ich ja zerstören. Vielleicht zwischen den Bildern noch und. Hä? What the fuck? Moment! Ich lese mir das jetzt nochmal ein drittes Mal durch, ey. Ach, da geht's rein. Rein. Oh, frisch Luft. So mal schön, wie ich so unter Wasser sprechen kann. Dig where the birch trees cross. Ja, aber... Kreuzen die sich denn? Mensch, jetzt hat der Joker hier aber ein ganz schönes Rätsel gestellt. Zum Blätter darf ich ja kaputt machen. Hilft mir nicht. Nee, hä? Das Problem ist, hier gibt es ganz, ganz viele Birkenbäume. Und ich kann ja keinen Punkt hier so aus dem Kopf heraus sehen, wo sich alle Birkenbäume kreuzen. Oh, hallo Weizen. Das geht ja nicht. Was mache ich denn jetzt? Mysteriös! Scheiße. Nee, aber ich habe hier wirklich keine Option, wie ich hier irgendwo hingehen kann. Also, wo ich buddeln soll. Und dann noch runter. Ey! Say Kistei. Hey. Kistei. Ah, da oben übrigens noch die schöne Wolke, wo wir rausgefallen sind. Ich bin ein bisschen verwirrt von der Map, wenn ich ehrlich bin. Sehr verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Sehr, sehr verwirrt, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Das ist ja fast so sinnlos wie diese ganzen Updates, die mal von Minecraft kommen. Es gibt jetzt übrigens schon wieder einen neuen Snapshot. Ist unglaublich. 15WA. Nee, 5A. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Das geht mir auch eigentlich relativ am Sack vorbei, diese ganzen Snapshots. Die nerven eigentlich nur noch. So. So, ist das ja auch noch eine Birke? Keine Ahnung, kann man auch nicht erkennen. Nee. Puh. Wo sind denn die Birke? Die Birke? Ah, hier ist er. Zwischen dem und
Müsste hier ungefähr sein. Ja, das ist ja schon mal schön. Ach so, scheiße. Ich fall jetzt einfach mal in den Dirt und fülle das nicht wieder neu auf. Ich grab mich jetzt einfach mal durch und hoffe auf das Beste. So.